German Roamers ist ein Outdoor-Fotografie-Kollektiv, eines der bekanntesten in Deutschland. Sie sind vor allem in Social Media tätig und kreieren erstaunliche Bilder. Damit haben sie Fans auf die ganze Welt gewonnen. Im Gegensatz zum vielen, was wir heute in Social Media sehen, haben ihre Bilder einen Reiz, der uns an die vergängliche Schönheit unserer Welt erinnert. Die Bilder auf ihre 332.000 Follower starken Instagram-Seite, mindestens seit gestern Abend, wahrscheinlich heute haben sie ein paar tausend mehr, zeigen neblige Landschaften, zerklüftete Berggipfel im Morgengrau, menschenleeren Dorfstraßen in der Abenddämmerung oder die dunklen Tiefen des Waldes. Sie sind, die Bilder, eine Hommage an die Vielsichtigkeit der Jahreszeiten. German Roamers wollen im Rahmen ihres Tuns ein Community von gleichgesinnten Fotografen schaffen. Deshalb freuen wir uns sehr, Sie heute in unsere Community einzuladen. Sie sind Max Fischer und Max Münch hier auf der Bühne. Danke. War ich zu schnell wahrscheinlich? Nee, Entschuldigung, wenn ich zu schnell war. Ich muss schon an, ja. Ja. Wir stellen das hier noch gerade fertig. Ich würde es wirklich empfehlen zu bleiben, weil Sie haben mir gerade informiert, dass Sie machen auch am Ende eine kleine Tutorial. Und jeder, man kann auch jetzt sofort die Instagram-Seite aufrufen, es ist German Roamers, ein kleiner Einblick und was Sie machen zu sehen. Und Sie machen danach ein kleines Tutorial, mit wie Sie diese wirklich tolle, komplett anderes Bilder schaffen. Man bekommt danach auf jeden Fall viel Wanderlust, das ist garantiert. Soll ich dann wahrscheinlich jetzt so eine von den Max fragt ihr? Ja, wir sind sofort bereit. Wir sind sofort bereit, genau. Okay, gut. Eine kleine technische Sache noch. Okay, ich lasse jetzt die Bühne zu den beiden Maxes. Viel Spaß! Ja, die Präsentation geht gleich los. Ganz kleinen Augenblick noch. Und genau. There we go. Ja, jetzt kommt eigentlich so eine epische Musik. Die müsst ihr euch jetzt vorstellen. Aber der Ton funktioniert dann. Wir probieren das einfach live alles. Perfekt. Genau. Willkommen in dieser wunderschönen Runde auf diesem wunderschönen Festival. Das ist unser erstes Mal hier. Ist es euer erstes Mal auch hier, dem Berlin Travel Festival? Ganz geil hier, oder? Wart ihr mal auf der ITB? Das ist ja alles so alt schon, das ist ja so 2008. Also willkommen in der Neuzeit. Und genau, Max und ich sind heute hier, freuen uns sehr, euch hier begrüßen zu dürfen und von unserem kleinen Abenteuer in Südtirol zu berichten. Das wird jetzt nicht so episch lang wie zum Beispiel 7 Monate Peru. Fantastische Bilder, Matthias. Wir hatten nur 2 Tage Zeit. Aber wir schauen mal, was wir da euch so zu bieten haben. Ne? Ach so. Hast du es auch reingesteckt? Nee, ich hab's reingesteckt. Was fehlt? Der Klassiker. Ja. So, letzte technische Schwierigkeit noch aus dem Weg geschafft. Geh nochmal zurück. So, jetzt. Alles klar. Ja, erstmal ganz kurz zu uns. Wir wollen uns auch mal kurz vorstellen, was die German Roamers überhaupt sind. Wir, wie wir auch gerade schon vorgestellt worden sind, ein Kollektiv von 14 Outdoor- und Landschaftsfotografen, die sich Anfang 2015 kennengelernt haben, alle über Instagram. Also wir kannten uns vorher persönlich gar nicht und haben dann über Instagram uns verabredet, gemeinsam loszuziehen und sind darüber auf die Idee gekommen, dass man ja gemeinsam kreativ sein kann, gemeinsam Landschaftsfotografien, Outdoor-Fotografien erstellen kann und dann in der Gruppe losgezogen sind.
Ja, und in den letzten 4 Jahren, wie gesagt, 2015 angefangen, ist jetzt genau 4 Jahre eigentlich her, dass wir unsere ersten großen Events zusammen gemacht haben, sind wir zur, glaube ich, der größten Outdoor-Community in ganz Europa auf Instagram geworden. Zusammengefasst mit unseren ganzen 14 oder 15 Accounts, wenn man unseren Gruppen-Account noch mit dazu zählt, erreichen wir mittlerweile 5 Millionen Menschen. Und was natürlich auch ein Riesen-Highlight war, war vor jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr, Ende 2017, unsere erste Book-Publishing, unsere erste Buchveröffentlichung, die wir gemeinsam mit dem Dumont-Verlag erreichen konnten. Und das war ein Deutschland-Bildband, ja, der war eigentlich auch ein ziemlich bedeutendes Ereignis für uns als Gruppe. Das so zur Gruppe. Dann. Wer ist denn überhaupt? Oha, das ist ja spannend. So geht das denn jetzt nicht? Wer ist denn von euch überhaupt auf Instagram? Die Hände gehen so zaghaft nach oben. Mach doch mal ganz hoch. Ja, komm. Okay, wer ist denn nicht auf Instagram? Ja. Geil, ihr habt noch ein Leben. Ja. Sehr gut. Genau. Ich bin Max. Max Möhn, ich bin Chemnitzer. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Und heißt Münchmax auf Instagram. Ich mache das Ganze seit 2015, so ein bisschen aktiver. Vorher hatte man ja auch irgendwie so Instagram, aber man wusste nicht, was man damit sollte. Und habe mich damals so entschieden, ich habe Bock zu reisen. Ich bin halt Student, was mache ich? Keine Ahnung, ich mache Fotos. Und Ende 2014 habe ich Max kennengelernt. Als allererstes Landschaftsexemplar der Fotografen in Deutschland. Und direkt daraus ist dann auch die Idee mit entstanden, German Romers zu gründen, weil sich innerhalb Deutschlands so kleinere Gruppen getroffen haben und wir dachten, wir machen das dann einfach so zusammen. Ja, überlagert sich das schon wieder? Wie Max gerade schon gesagt hat, ich habe auch ungefähr Ende 2014 mit der Landschaftsfotografie angefangen, habe mich damals mit dem anderen Max bei mir zu Hause im Harz getroffen, wo ich halt auch herstamme, Niedersachsen, Südniedersachsen, Jahrgang 1990, also schon ja nicht mehr der Jüngste jetzt auch, und war dadurch dann auch mit Gründungsmitglied der German Romers, weil wir damals wie Max schon gesagt hat, erkannt haben, dass wir zusammen die Welt erkunden wollen oder Deutschland erstmal erkunden wollten und da fotografieren wollten. Und in diesem Zuge ist es dann irgendwann nicht mehr nur bei Deutschland geblieben, sondern hat es uns in die etwas weiteren Regionen verschlagen und damit können wir auch gleich schon... Südtirol ist jetzt noch nicht so weit, aber damit können wir dann schon mal zu Südtirol übergreifen. Genau, das Südtirol-Thema ist ja heute bei uns auf der Agenda und mit Südtirol verbindet uns eigentlich eine sehr innige Liebe, Freundschaft und einfach guckt euch das an. Wer fällt da nicht, wie sagt man auf Deutsch, wer verliebt sich da nicht in diese unfassbare Landschaft? Und dass das halt so nah bei uns hier zu Hause ist, sind von Berlin aus nur 1000 Kilometer, die bin ich letztens gefahren. Und das erste Mal, als wir uns getroffen haben in Südtirol, war 2015, war das 2015 oder 16? Nee, 16. 2016. Ja. Also ist schon eine Weile her und da waren wir das erste Mal mit German Romers einfach wandern und haben das erschlossen, so ein bisschen so für uns, weil keiner von uns wusste, dass Italien ist ja nicht so bekannt für so Berge und so, aber dass in Norditalien solche Landschaften sind, das hätten wir uns auch nicht erträumen können, denken können. Ja, das ist der Weg zu den drei Zinnen. War schon mal jemand von euch in Südtirol? Die meisten waren noch nicht da. Ihr habt heute die Chance, nach Südtirol zu gehen, nämlich da in der Mitte ist der Hauptstand. Schaut doch da mal vorbei, da hängen auch ein paar Bilder von unserem vorherigen Trip und vom jetzigen Trip. Guckt da einfach mal vorbei. Vielleicht nehme ich das jetzt auch mal in die Hand. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das gemacht, weil sonst. Stimmt, du hast es. Max war 2016 schon das erste Mal in Südtirol. Mich hat es das erste Mal 2017 im Sommer nach Südtirol verschlagen. Leider nur einen sehr kurzen Trip machen können über 2 Übernachtungen. Aber auch da habe ich dann gemerkt, so, das ist nochmal im Vergleich zu den deutschen oder österreichischen Alpen nochmal eine ganz andere Welt, weil die Berge einfach krass anders sind. Die sind
zerklüfteter, die haben interessantere Strukturen. Irgendwie hat das nochmal von der Bergwelt einen ganz anderen Vibe gehabt als das, was man sonst in den Alpen oder überhaupt in Europa findet. Und da war dann auch bei mir schon auf jeden Fall der Wunsch und die Hoffnung, am Keim irgendwann nochmal wieder nach Südtirol zurückzukehren. Kennt ihr diesen Spot eigentlich? So dieser ganz bekannte Instagram-Spot, der jetzt auch relativ häufig in den Nachrichten war, einfach weil er so überlaufen ist von Menschen. Damals sah er noch so aus, mit niemandem drauf. Man kann immer noch Fotos machen ohne Menschen drauf. Da muss man halt sehr früh aufstehen. Ja, aber damals war es nach der kurzen Zeit, die ich nur da sein konnte, natürlich auch ein super Ziel, um da zu sein. Und deshalb bin ich jetzt aber auch doppelt so froh, jetzt nochmal ganz neue Winkel von Südtirol auf unserem jetzigen Trip gesehen zu haben. Genau, damals bei dem, schau mal rechts. Das ist zum Beispiel auch der gleiche See nochmal aus dem Fenster fotografiert. Wir hatten damals, das war so wirklich Abenteuer und wir wussten nicht, was uns erwartet. Und wir haben uns vielleicht auch nicht sonderlich gut informiert. Das kann gar nicht sein, aber vielleicht kommt es ja mal vor. Also haben wir uns auf den Weg gemacht und wollten da oben auf den Berg, auf der linken Seite, einfach zum Sonnenuntergang hoch und Fotos machen. Es hat länger gedauert, als wir dachten, nämlich 5 Stunden, waren zum Sonnenuntergang da und haben festgestellt, wir haben nichts da zum Schlafen. Also sind wir wieder runtergegangen, nochmal 4 Stunden durch die Nacht. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich hätte nicht gedacht, dass ich dort wieder hinkomme. Und zwar jetzt, letzten Monat, im Februar. Ja, vor 3 Wochen. Allerdings auf dem leichteren Wege, nämlich mit einem Helikopter von oben. Noch zu. Einfach mal, um mal eine andere Perspektive zu kriegen. Ja, das nochmal als Beispielbild, was da für wahnsinnige Landschaften im Sommer zu sehen sind. Im Frühjahr in Südtirol der Karasee, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ja, Karasee, genau. Ja, aber dann kommen wir auch mal zu unserem jetzigen Trip, nämlich Südtirol im Winter, was nochmal eine ganz andere Landschaft einmal da bietet und B, nochmal ganz andere Möglichkeiten, den Tag neben dem Fotografieren zu verbringen, darstellt. Ja, der Max hatte das Glück, einen Tag eher angereist zu sein, nachdem mein Flug kurzfristig gecancelt wurde. Aber alle Flüge von euch, also wir waren 4 Leute, 4 Roamers und ich bin halt mit dem Auto runtergefahren schon und die Jungs sind geflogen und alle Flüge gecancelt. Und so, wir hatten ja eh nur 3 Tage, also hat sich das dann leider verschoben auf nur 2 Tage, sodass wir halt schon mal ein bisschen vorproduziert haben, ein bisschen vorgeroamt haben und wir hatten einen fantastischen Sonnenuntergang. Das ist lustigerweise nach Sonnenuntergang. Die meisten Leute machen halt zum Sonnenuntergang halt Fotos, aber das eigentliche Schöne ist halt dieser Afterglow, dieses Alpenglühen hinterher, was halt so 10 Minuten nach Sonnenuntergang einsetzt. Besonders in den Dolomiten halt, weil die so rot sind und so einfach feuerrot. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Fotos von roten Bergen da drin. Ich hoffe, das nehmt ihr uns nicht übel. Ja, sage ich doch. sehe ich erstmal die Qualität geht schon klar. Wenn man weiter weg sitzt, dann passt das auf jeden Fall. Wo war das genau, Max? Wo war das genau? Das ist in Alta Badia. Habt ihr mal gehört? Eine super schöne Region, auch vor allem zum Skifahren. Ich muss sagen, ich bin zum 6. Mal in meinem Leben jetzt Ski gefahren. Ich habe letztes Jahr angefangen. Und das war jetzt hier in Italien. Und da kommen wir nachher noch dazu. Das zum lustigen Teil. Genau, Sonnenaufgang, rote Berge. Also wenn ihr rote Berge sehen wollt, dann geht nach Südtirol. Dann sind wir auch endlich angekommen. Das war der erste Morgen, wo wir dann auch mit dem Rest der Crew dabei waren, also dem Yannick, dem Asiraf und mir noch. Und unser erster Sonnenaufgang hat uns an ein relativ bekanntes Motiv aus Südtirol oder ein relativ bekannter Ort in Toblacher See verschlagen, der natürlich mit dem Nebel über dem halb zugefrorenen See nochmal ganz anderes aussieht, als er sonst im Frühling oder im Sommer ausschaut, was aber sehr faszinierend war. Und was mich dann auch sehr fasziniert hat, war, wie dann doch da 2 Schwäne, die den wirklich sehr kalten Temperaturen diesen Morgen, also es war locker minus 10, 12 Grad kalt gewesen, da getrotzt haben und vergnügt auf diesem See rumschwammen, was dann auch uns dankenswerterweise ein sehr schönes Motiv abgegeben hat.
Und wir denken, wir sind manchmal so harte Jungs, gehen früh raus in die Kälte, aber die Schwäne, die, ja, da einfach die schlafen sogar draußen und im Wasser. Ja, und das ist halt ein relativ bekannter Spot. Aber die wenigsten drehen sich auch mal rum und sehen einfach die Schönheit an einem so einen Ort, abgesehen von dem, was sie sowieso schon kennen, nämlich auf Instagram, sieht man ja die ganzen Klassiker und die ganzen Shots, die schon tausend andere Leute gemacht haben, aber die meisten vergessen, dass es ja noch mehr gibt, dass man auch mal woanders anhalten kann, dass man sich mal rumdrehen kann. Und das haben wir so ein bisschen versucht und seitdem wir halt German Rumors gegründet haben, auch zu unserer Aufgabe gemacht, neue Spots zu finden oder uns einfach mal rumzudrehen. Und ja, ich fand das einen fantastischen Ort, weil das so kalt war, so magisch mit dem Sonnenaufgang dort hinten. Du hast das Foto gemacht, ne Max? Ja, genau. Also es war irgendwie die Berge ganz leicht angeschienen oder angestrahlt von der morgendlichen Sonne, was so einen starken Kontrast doch zu der sehr kalten Atmosphäre da gegeben hat, was ich ziemlich faszinierend fand. Und dann mit dem Geäst im Wasser, was auch für einen ziemlich schönen Bildaufbau meiner Meinung nach gesorgt hat. Und wonach wir uns dann auch noch umgesehen haben, waren so ein bisschen Details, die man da findet. Da sieht man hier auch nochmal an den, die Max gemacht hat, an den Strukturen, an den Ästen, wie doch eisig das war, was da für Eisnadeln draufgewachsen sind. Dann hat der Schwan nochmal für ein Porträt hergehalten im Wasser. Ja. Ja, wir versuchen immer in unseren Fotografien Objekte einzubauen. Also Dinge, die das Foto nicht anschaulicher machen, sondern womit man sich identifizieren kann. Meist sind das kleine Personen im Bild, jetzt ist es ein Schwan, also wenn ihr schon mal immer ein Schwan sein wolltet, könnt ihr das jetzt sein, wenn ihr euch einfach vorstellt, dieser Schwan zu sein. Weiter, gerne. Ja, dann kommen wir mal dazu, dass wir natürlich nicht nur fotografieren waren, sondern dass man im winterlichen Südtirol auch noch andere lustige Sachen machen kann und so. Zum Aufwärmen vor dem Skifahren, was wir dann am nächsten Tag gemacht haben, sind wir erstmal auf die Pisten gegangen und sind eine Runde gerodelt. Wollten wir euch mal ganz kurz ein paar Instagram-Stories von zeigen, wie wir da zu sechs, siebt als Gruppe runtergerodelt sind. Wir haben keinen Ton, das hatten wir vorhin schon mal das Problem. Ne? Ja, das funktioniert aber erstmal ohne Ton und dann vor dem Video probieren wir das dann nochmal. Max mit super coolen Drift-Moves um die Kurve. Dadurch, dass ich halt nie Ski gefahren bin oder Snowboard, habe ich halt meine Rodel-Skills soweit, wie sagt man, perfektioniert. Genau, da kann mir jetzt keiner was. Ja, und dann ging es am gleichen Tag auch noch weiter mit einem der wirklich großen Highlights, die wir in unserer doch kurzen, aber sehr intensiven Zeit in Südtirol im Winter erlebt haben. Was uns zu wirklich tollen Motiven gebracht hat, weil es auch nochmal ganz neue Blickwinkel und Ansichten waren. Und das war der Helikopterflug zum Sonnenuntergang um die schroffen Berggipfel. Und da sind wir gestartet vom Grödner Joch und ja, haben eine halbe Stunde mit dem Helikopter durch die Berge geflogen zu den Violett-Türmen, wo du ja auch dann schon mal hochgelaufen bist. Genau. Und dann doch nicht da schlafen konntest. zu Seceda, den Langkofel sind wir einmal rumgeflogen. Und das waren ja sehr, sehr coole Aufnahmen, die wir euch dann dazu gerne mal zeigen wollen. Das war dann relativ am Anfang des Fluges. Da war auch das Licht noch etwas heller. Die Violett-Türme, die für mich irgendwie das Highlight bei dem Rundflug waren, weil ich diese Felsformation in dem Licht einfach extrem faszinierend fand, wie das Licht auf die Seiten, auf die Flanken des Berges gefallen ist. Und ja, zu dem Bild kommen wir auch später nochmal, wenn wir die Live-Editing-Session angehen. Ja, das ist halt auch die schönste Tageszeit irgendwie für Fotos. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, weil dazwischen ist oft das Licht so ein bisschen grell. Kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr halt fotografiert jemand von euch? Also hobbymäßig oder halt auch ein bisschen mehr als Hobby? Ja, ihr kennt das wahrscheinlich, dass es dann am besten ist, wenn man halt früh rausgeht oder dann halt zum Sonnenuntergang und das bei so einem Licht. Genau, sorry, ich wollte das nur kurz dazwischen werfen. Ja, auch das
ihr mit diesem fast schon Aussehen wie ein gepierstes Ohr oder sowas, Tunnel im Fels, das ist natürlich ein Winkel, an den man so ohne weiteres nicht rankommen würde. Dementsprechend war das schon sehr, sehr toll, da mit dem Helikopter die Möglichkeit zu haben, rumzufliegen. Dann den Mondaufgang auch über der Seceda zu beobachten. Also ja, das war, ich finde, da sprechen die Bilder auch deutlich mehr als alles andere. Das ist halt einfach nur eine Wahnsinnserfahrung war. Also ich kann auch nur sagen, das war eine halbe Stunde Flug und das ging wie ein Fingerschnips. Also das war echt vorbei, wie es begonnen hatte. Genau, und wer sich so das vorstellt, so wie als romantisches Erlebnis über den Wolken, sieht, glaube ich, die Anstrengung dabei. Wir hatten auch keine Türen dabei, sprich, es war einigermaßen kühl dort oben. Aber ja, wir hatten, glaube ich, unseren Spaß dabei. Wir hatten unseren Spaß, ja. Ja, so sieht das dann aus im Helikopter, wenn man dem Piloten mal über die Schulter gucken kann, der auch sehr kooperativ war und uns wirklich wie ein Taxifahrer fast schon an die Berge rangebracht hat. Also ja, auch einmal so, wollt ihr noch näher ran? Nein. Ja. Genau, aber Südtirol ist halt natürlich auch sehr, sehr romantisch und man hat ganz viele Wege, dort irgendwie auf den Berg zu kommen oder wieder runter. Und ich muss sagen, ich war schon halt häufiger in Südtirol und dieses Mal war es halt auch in der Region, wo ich vorher noch nicht gewesen bin. Und das war, wow, also ganz anders. Die Berge sehen schon wieder ganz anders aus. Seht ihr ja, ist ein ganz anderes Gestein, um da hochzukommen. Da gibt es sogar eine Seilbahn, kommt man hoch, man kann aber hochlaufen. Ja, das war dann in Alta Badia zum nächsten Sonnenaufgang. Sind wir noch mit einem anderen Transportmittel hochgekommen, nämlich wir durften netterweise bei den Pistenraupen oder die Schneemobile, die Skipisten den Morgen vorbereitet haben, einmal mit aufhüpfen und mit hochfahren. Ja, und dann haben wir auch nochmal super coole Lichtstimmung zum Sonnenaufgang eingefangen. Und dass dabei aber nicht alles mit vollem Ernst zugeht und Fotografieren pur ist, sondern dass man dann auch mal auf die Jagd nach, keine Ahnung, Pinguin oder Robben oder was auch immer in den Dolomiten geht oder versucht, seine Drohne kreativ zu landen, kommt dann halt auch mal vor, um mal so ein paar Outtakes daneben her zu zeigen. Und anschließend ging es dann auf die Skier. Das ist unser Kutsches, Asiraf. Zum ersten Mal auf Skiern, genauso wie ich, habe auch das erste Mal auf Skiern gestanden. Die anderen waren ein bisschen erfahrener. Da ging es dann etwas flotter den Berg runter. Und ich muss echt zugeben, ich hatte echt ein bisschen Panik vorm Skifahren, weil noch nie drauf gestanden und dann gleich irgendwie in den Alpen irgendwelche Pisten runterzufahren. Aber am Ende habe auch ich, da kommt erst der Münchmax an und danach müsste auch ich irgendwo angefahren kommen. Da habe auch ich mich einigermaßen wohl auf den Skiern gefühlt. Ja, und das war halt auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, dann mal den Winter so in den Bergen ausnutzen zu können und nicht nur zu fotografieren. Ja, Bergkirchen sind natürlich, wie bei Max eben auch schon, ein cooles Motiv. Das ist auch eine Kirche in Alta Badia, die auf 2500 Metern Höhe, glaube ich, gelegen ist. Und da haben wir uns dann den Sonnenuntergang angeschaut. Ja. Fotos. Wir stehen halt nicht so gern vor der Kamera. Ja. Und da haben wir eine gute Möglichkeit gefunden, das irgendwie kreativ zu lösen. Trotzdem den Gruppenshot hinzukriegen. Genau. Ah ja, der letzte Morgen. Seiser Alm, das ist auch ein sehr bekannter Ort, schon aber seit langer Zeit. Ist nicht erst seit Instagram, wie so viele Orte in Südtirol. Diese unglaubliche weite Landschaft, das ist halt so ein traumhaftes Motiv und so eine traumhafte Erfahrung, einfach dort zu sein. Viele Menschen kommen dorthin, um einfach zu relaxen, sich auszuruhen, die Bergluft zu genießen, die Berge zu sehen. Einfach diese unfassbare Landschaft, das war so ein friedlicher Morgen. Zwar kalt, aber friedlich. Ja, und es war vor allem eine ganz schön lange Warterei, bis dann endlich die Sonne es geschafft hatte, über den Rand des Langkofels sich rüber zu
blinzeln und uns dann doch mit ein bisschen warmem Sonnenlicht belohnt hat, nachdem wir dann doch etwas länger in der Kälte auf die Sonne gewartet haben. Aber als der Moment dann gekommen war, war es halt dann natürlich umso schöner. Manchmal muss man sich halt ein bisschen quälen vorher, um dann die wirklich tollen Momente noch doppelt wertschätzen zu können. Ein paar Details. Ja. Genau, so. Und jetzt, wir hatten es ja schon auf Social Media so ein bisschen angekündigt, die große Weltpremiere von unserem einminütigen Video über diese Reise. Bis es soweit ist, müssen wir ganz kurz mal an der Technik was ändern, damit wir auch jetzt hier Ton haben. So, müsste eigentlich funktionieren. Ja. So, wir testen das mal kurz. Technical difficulties. Wir hatten das ja vorhin auch schon. Nee, der war auch, hab ich gerade auch nochmal angelassen. Ja. Jetzt ist er nochmal an. Bumm. Aus, an. Vorhin ging's noch. Ja. Da müssen wir Soundeffekte machen mit unseren Stimmen. Kannst du den Heli? Probier's noch einmal. Yes, ja, fantastisch. Okay. Super. Dann gibt's jetzt auch das Video. So. Genau, wir haben das jetzt in den letzten anderthalb Wochen fertig gemacht, diesen kleinen Clip. Und genau. Lehnt euch zurück, genießt eine Minute Südtirol. Eine Minute geht schnell rum. Und da sitzt man wie lang? Anderthalb Wochen? Für eine Minute Film. Genau, wir hoffen, dieser Teil unserer Vorstellung hat euch schon mal gefallen. Und wenn ihr jetzt Lust habt, nochmal uns ein bisschen über die Schulter zu schauen, wie wir jetzt denn Bilder bearbeiten, dann bleibt doch nochmal 10 Minuten sitzen. Genau. Wir werden das Ganze ein bisschen aufteilen. Ich werde ganz normal mit Adobe Lightroom einen Shot von unserem Südtirol-Trip live bearbeiten. Und dann wird der Max Münch das Ganze nochmal auch zeigen, wie man das Ganze ein bisschen unabhängiger von einem Laptop machen kann, nämlich mit der Lightroom Mobile-Version. So. Und wie ich gerade angekündigt habe, habe ich jetzt unser Bild von der vom Heli-Flug, von den Violet-Türmen schon mal vorbereitet, rausgesucht, um das zu bearbeiten. Und nachdem ich das ganz normal einen neuen Katalog in Lightroom erstellt habe und das Bildmaterial importiert habe, habe ich mache ich immer so eine kleine Auslese, bewerte mir die Bilder und dann weiß ich hinterher, welche Bilder ich bearbeiten möchte. Das ist immer so der erste Schritt bei meinem Workflow. Und dann, fange ich an. Das Bild ist ein bisschen schief geworden, weil wir das aus dem Helikopter raus fotografiert haben und wie ihr gerade gesehen habt, war das doch relativ eng da drinne. Da hatte man dann nicht ganz so die Chance, noch auf einen komplett geraden Horizont zu achten und sowas, aber das ist ja alles zum Glück einigermaßen vergebend. Erstmal das Bild etwas begradigen. So. Und dann ist es an sich ja schon
finde ich jetzt, sieht schon ganz cool aus auf jeden Fall. Das Licht war stimmig, das Motiv ist stimmig. Aber man kann noch ein bisschen Feintuning betreiben und dem Bild den letzten Feinschliff, seinen persönlichen Look geben. Und ja, dazu geht mein erster Schritt immer in die Tone Curve, in die Gradationskurven. Denn unser Stil, würde ich sagen, zeichnet sich auch immer so ein bisschen durch so einen matten, eher filmartigen Look aus. Und das kann man ganz gut mit dieser Gradationskurve erreichen. Und dann passe ich in der Gradationskurve die Kontraste etwas an. Finde jetzt hier, die Tiefen können noch ein bisschen dunkler werden, dass es ein bisschen ja, kontrastreicher in die Tiefen kommt. Und dann hebe ich hier am unteren Ende der Gradationskurve die Schwarztöne leicht an, dass die etwas beschnitten werden. Damit erzielt man automatisch schon mal diesen matten, gefadeten, sagt man auch, Filmlook. Ja, dann ist hier noch ein paar Töne, dann spiele ich auch meistens einfach ein bisschen damit rum. Schau, wo in dem Histogramm die meisten Töne liegen. Kann ich hier noch ein bisschen die Tiefen anheben, um ein bisschen mehr Kontrast in das Bild zu kriegen und die Lichter ein bisschen runterzusetzen. Ja, dann das Ganze kann man dann auch noch in den RGB-Kanälen weiter betreiben. Allerdings, wenn ich da mich jetzt ins Feintuning ranbegeben will, dann würde das wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Da ja, kann arbeitest man, du am Schnitt an einem Bild? Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich das jetzt komplett an den Kurven einstellen wollen würde, würde ich bestimmt eine halbe Stunde, Stunde allein für die Grundeinstellung an den Farben brauchen. Aber da kann man sich dann etwas leicht machen und sich theoretisch eine Punktkurve abspeichern, die man dann ja sozusagen als Vorgabe benutzen kann. For the time being, fürs jetzt werde ich das aber erstmal so lassen, da das Bild eigentlich auch schon ganz cool so generell aussieht und ich über den nächsten Regler, den ich dann benutze, nämlich die Hue Saturation Luminance, also Farbton, Sättigung und Luminanzregler, den Farbcharakter in das Bild bringen kann. Ja, da mag ich es ganz gerne, ein bisschen entsättigten Look zu setzen. Und hier in dem Bild überwiegen ja schon mal Blautöne, deshalb entsättige ich dann meistens erstmal das Blau ein wenig. Und dann, um die warmen Farben, das Angeleuchtete vom Berg ein bisschen rauszubringen, spiele ich ein bisschen mit den Orange- und Gelbtönen, sättige die ein bisschen stärker, dass dann ja, das ganze Leuchten auf dem Berg etwas kräftiger hervorkommt. Und werde auch den Orangeton etwas weiter noch ins Rötliche ziehen, weil ich dann auch finde, dass der das Leuchten noch ein bisschen verstärkt wird. Und ich finde, dieses Orange-Blau-Kontrastige wirkt noch ein bisschen besser, als wenn ich einen Kontrast zwischen Gelb oder den ja, eher gelblichen Fels und dem Blau habe. Dann in der Luminanz kann man das genauso machen, in den einzelnen Farbbereichen die Leuchtkraft etwas verbessern oder verstärken. Dann gehe ich auch in den Gelb- und Orangetönen, um das Leuchten des Berges ein bisschen rauszuarbeiten, ziehe ich das ein bisschen nach oben, das reicht in dem Fall hier schon, und das Blau ein bisschen runtersetzen, um nochmal ein bisschen mehr Schatten rauszuarbeiten. Und dann gehe ich ins Split-Toning, also in die Teiltonung. Das ist das, was ich sonst eigentlich über die Gradationskurven hauptsächlich machen würde. Und zwar, dass ich die Schatten mit einem leichten Blauton noch versehe, sodass es insgesamt noch ein bisschen kälteren Look bekommt, aber nur in den Schatten, um das Leuchten des Berges damit nicht zu überzeichnen. Dann, wenn ich die Farben soweit eingestellt habe, gehe ich in die ganz normalen Grundeinstellungen, wo ich dann Highlights, Schatten, Weißbeschneidung, Schwarzbeschneidung ein bisschen einstellen kann, um ein bisschen mehr Kontrast reinzubringen, ein bisschen die Schwarztöne runterbringen, die Tiefen, die Schatten ein bisschen erhöhen, die Lichter, um das Leuchten des Schnees noch ein bisschen zu verstärken, noch ein bisschen hochziehen. Mit dem Klarheitsregler kann man noch ein bisschen an den Mikrokontrasten, dann wirkt das Bild etwas schärfer, aber da würde ich sehr vorsichtig mit umgehen, das Ganze einstellen. Bisschen insgesamt die Sättigung rausnehmen, damit es nicht ganz so überladen farbig wirkt. Und zu guter Letzt
mache ich noch lokale Anpassungen. Dazu haben wir hier oben die drei Tools mit dem Pinsel, einen radialen Filter und einen Verlaufsfilter. Und um das Bild einfach ein bisschen runder zu machen und die Blickführung auf die Berge zu lenken, gehe ich dann immer so ran, dass ich den Himmel ein bisschen abdunkle, sozusagen eine Art Vignettierung hier rumschaffe. So. Dass man halt einen leichten, was man sonst auch mit Verlaufsfiltern oder sonst was erreichen kann. Rot sollte das jetzt eigentlich nicht sein. Da unten nimm mal die Farbe raus. Toning noch drin, ja. Aha. So, dachte, das wäre das Overlay. Ja, sollte genau, dass hier einfach das Bild ein bisschen runder wird. Ja, und das, bevor man es dann exportiert oder ja, für Web oder Instagram oder sonst was exportiert, kann man es auch ein bisschen nachschärfen hier mit den Detailreglern. Da empfiehlt es sich auch immer, die Masking-Funktion zu nutzen, um wirklich nur die Strukturen, die man schärfen möchte, wirklich zu verbessern und nicht das komplette Bild ein bisschen zu überschärfen. Dazu kann man Alt gedrückt halten, dann kriegt man so eine Maskenansicht über das Bild und dann werden die Bereiche, die weiß noch angezeigt werden, geschärft und alles, was dunkel ist, wird halt nicht nachgeschärft, weil es da in den Schatten oder sonst was auch überflüssig wäre. Ja, und dann bin ich im Endeffekt jetzt in einem, sagen wir mal, etwas schnelleren Prozess auch schon mit dem Bearbeiten meines Bildes durch. Und ja, bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem... Zeig mal, wie es vorher aussah. Mit meinem Ergebnis, mit der Y-Taste kann man dann sich einen Vorher-Nachher-Look angucken. Ja, und man sieht, es ist ein bisschen entsättigt geworden, aber ich habe das Leuchten des Berges ein bisschen rausgearbeitet. Ich habe ein bisschen diesen Faded-Look reingebracht in das Bild. Die Blautöne vor allem ein bisschen runtergenommen, dass der Himmel nicht ganz so postkartenmäßig rüberkommt. Und ja, so bearbeite ich dann im Endeffekt mit Lightroom Classic oder Lightroom CC meine Bilder. Und Max zeigt euch jetzt das Ganze, wie das auch in einer mobilen Version, wenn man on the road ist, ganz gut funktioniert. Genau. Das krass. Danke erstmal dafür, für diesen Einblick. Jetzt ist es weg. Nö, jetzt nicht. Und wir haben... Da haben wir was Schönes, genau. Ich zeige euch das jetzt einfach auf meinem Handy, wie ich das jetzt auf meinem Telefon machen würde, weil man ist ja immer, oder keine Ahnung, oft unterwegs und man kommt selten irgendwie dazu, jetzt einfach mal schnell in den Rechner zu gehen und eine halbe Stunde oder eine Stunde am Rechner zu sitzen. Man sitzt aber viel öfter einfach in der Bahn und hat irgendwie gerade nichts zu tun, scrollt Facebook ohne irgendwas im Sinn. Und da kann man ja auch mal Bilder bearbeiten und das zum Beispiel mit Lightroom Mobile. Upsala. Oh, ist der... Ach so, die... Ah, jetzt... Was ist das für eine Mickey-Maus-Hand? geht das hier auch so? Ja, genau. Aber ich mache das hier am Handy. Das ist so ein bisschen, ja, intuitiver. Hab hier ein paar Fotos reingeladen über Lightroom. Also man kann quasi die Fotos direkt live in Lightroom auf dem Rechner bearbeiten, kann die halt parallel auf dem Handy weiter bearbeiten, wenn man schnell los muss oder irgendwie was. Das wird quasi live geupdatet, gesynkt. Ja, genau. Eine Cloud. Sodass man, sobald man was ändert auf dem Rechner, ändert man das auch auf dem Handy. Ja, und wir gehen mal hier zum Beispiel in dieses Bild rein, weil das hier gerade im Hochformat kommt. Und jetzt seht ihr auch schon hier, ja, da habe ich auch nicht so ganz gerade vielleicht gehalten. Oder es ist einfach eine Verzerrung, weil ich sehr, sehr nah dran war und eine weitwinklige Linse hatte. Also begradige ich das doch erstmal. Hat man hier so dieses Geometrie-Tool. Und das ist eigentlich super easy, simpel und schnell gemacht. Man zieht hier sozusagen diese Linien rein und orientiert sich so ein bisschen an den Linien, die im Bild zu sehen sind. Macht eine Linie, dann macht man hier die andere ungefähr in diese Region und dann macht es das schon automatisch gerade und das geht in alle möglichen Richtungen. Und das macht, glaube ich, schon erstmal einen Unterschied. Sieht irgendwie harmonischer aus, stimmiger, weil oft denkt man so, ach, hätte ich das Bild nur gerade gemacht. Ja, mach doch gerade.
Genau. So, und um all das, was Max gerade ganz mühselig einzeln gemacht hat, mit einem Klick zu machen, so mache ich das meist, wenn ich unterwegs bin, kann man hier verschiedene Presets auswählen. Das sind vorgefertigte Presets, man kann sich aber auch seine eigenen anlegen, indem man einfach alle Einstellungen speichert und das dann einfach aufruft. Ich gehe mal in meinen Adobe-Ordner rein, habe hier verschiedene Presets, Looks, die ich da drauflegen kann. Hier relativ kalt, analog. Noch kälter, analogischer, keine Ahnung. Mal schauen, lädt das? Ja. Das ist deutlich. Bisschen wärmer. Und ich glaube, für hier wird Jordanien ganz gut passen, weil das so ein rötliches Licht war sowieso. Und das kann man ja noch so ein bisschen, kleines bisschen verstärken, einen neuen Look drauflegen. Und dann bestätige ich das einfach. Und dann habe ich hier in dieser unteren Leiste alle möglichen Einstellungen und kann quasi nochmal in diese Einstellung reingehen. Dadurch, dass es ein Preset ist, sind halt diese Einstellungen jetzt schon vorgegeben. Die kann man aber natürlich jederzeit noch anpassen und ändern und auf das Foto abstimmen. Viele Menschen, die halt Presets benutzen, denken, man kauft sich ein Preset, legt es auf die Fotos und dann ist das schon, muss das schon funktionieren. Es ist meist tatsächlich nicht so. Hier funktioniert es ganz gut, aber oft muss man wirklich noch so ein bisschen an den Reglern rumspielen. Hier ist zum Beispiel die Vignette ziemlich stark. Das kann man jetzt alles noch ändern. Hier gibt es zum Beispiel die Vignette, die ist hier, seht ihr, ups, das Kabel, ziemlich stark. Ich benutze gerne Vignette, einfach weil sie so ein bisschen den Fokus auf das legt, was wichtig ist im Bild und so ein bisschen das abschließt, einen Rahmen gibt. Und das funktioniert auf Instagram ganz gut, weil das muss ja in sich geschlossen funktionieren. Hier würde ich sie jetzt ein bisschen rausnehmen. Kann das bestätigen, kann hier noch ein bisschen in die Details am Ende reingehen, aber ich glaube, ich mag das Bild schon so, wie es ist. Sowas vorher, sowas nachher. Jetzt ein bisschen zu hell vielleicht regle ich das ja noch ein bisschen über die Highlights, gehe da ein bisschen runter, die Whites ein bisschen runter, da. Jetzt sieht man auch die Kirche wieder ganz gut. Genau. Und was ich wunderbar finde, wenn man so kleine Bildfehler hat, gibt es dieses Healing Brush Tool. Zoomt man rein, jetzt, wo haben wir denn? Hier haben wir was. Da liegt so ein Stock. Ich meine, der ist jetzt nicht so wichtig fürs Bild und man sieht ihn auch auf keinen Fall, wenn man nicht länger als 10 Sekunden hinschaut. Klickt man da drauf und dann sollte der theoretisch verschwinden. Macht er jetzt gerade nicht? Jetzt haben wir das, so rum. Genau, und damit ist der Stock verschwunden. Und das kann man natürlich mit allem Möglichen machen. Lass uns mal versuchen, was jetzt hier passiert, wenn man die Kirche wegmacht. So machen das die Profis. Mal schauen. Na gut, hat vielleicht jetzt nicht so gut funktioniert. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir machen das jetzt hier mal alles wieder zurück. Da ist sie wieder. Genau. Und jetzt, um das euch kurz deutlich zu zeigen, kann ich jetzt hier diese Einstellungen als Preset kreieren oder ich kopiere einfach diese ganzen Settings, kopiere alles, was ich hier gemacht habe und gehe ins nächste Bild und kann die Settings einfügen, bis auf diesen Crop, der natürlich anders gemacht worden ist, kann ich das Preset da wunderbar wieder anwenden und mir meine Zeit ein bisschen einteilen und sparen. Ja. Genau. Ich glaube, das war es jetzt so von uns. Und ich weiß nicht, ob wir Zeit haben für Fragen. Ansonsten machen wir das dann hinterher. Wir sind jetzt noch ein bisschen da, glaube ich. Genau, ja. Genau. Ja. Vielen Dank. Hallo. Danke, Max und Max. Wir haben Zeit für Fragen. Man muss seine Hand einfach hochstellen. Wenn es Fragen gibt über Locations oder welche Apps man nutzt oder wie bekommt man zum Beispiel 332.000 Instagram-Followers. Okay, ich habe ein paar Fragen eigentlich. Ja. Gerne. Ich komme aus den USA und wir sagen immer in den USA, dass es geht immer um Location, Location, Location. Natürlich, das ist quasi das ganze German Roamers Instagram-Seite.
Wie findet ihr denn diese Locations, diese tolle Dörfer oder ja, auch diese dunkle Walde, die ich gehe sehr oft wandern, aber ich habe nie so tolle Walde gesehen. Ja, einmal auf jeden Fall einfach rausgehen. Also dann stolpert man irgendwann gezwungenermaßen irgendwann über irgendwelche coolen Locations. Aber das ist natürlich dann relativ zeitaufwendig. Dementsprechend kann man sich das auch etwas beschleunigen. Ja, und dann steht einem natürlich mit dem Internet auf jeden Fall ein riesen Fundus von schon Bildern oder auch Karten und sonst was zur Verfügung. Ja, und dann sitzen wir eigentlich meistens vor einem Trip und googeln erstmal so, wie sieht da die Landschaft aus, was gibt es da für Spots, wo sind Wälder. Da ist dann auch manchmal ein bisschen Vorstellungskraft drin, weil man ja auch nicht von allem direkt wirklich gute Bilder schon findet oder die auch nachmachen möchte oder sonst was, sondern dann sich denkt so, ja, da könnte es cooler aussehen. Oder jetzt als ein bisschen weit hergeholtes Beispiel auf den Färöerinseln haben wir auch einfach mal Google Earth, also Satellitenbilder uns angeguckt und die Küste so ein bisschen lang verfolgt und geschaut, wo sieht auf diesen Satellitenbildern diese Küste denn mal einmalig aus, wo sind da irgendwelche Sea Stacks oder irgendwelche herausstehenden Felsen. Ja, und da gibt es dann so eigentlich einen ganzen Haufen Wege über Internet zu Locations zu kommen. Google Maps ist da oft ein bisschen trickier, ja, weil definitiv. Die Bilder sind meistens nicht aktuell. Die sind schon irgendwie so 10 Jahre alt und dann läuft man eine Stunde zu dem See und ja, den gibt es halt nicht mehr. Aber ja, einfach oder was machen und probieren und schauen. Und wie viele Bilder mag man eigentlich, eine Bilder auf Instagram zu posten? Kommt drauf an, wie gut man ist, ne? Oder wie viele Bilder magt ihr in einem Tag? Wir fotografieren halt digital, das ist schon mal unser Vorteil. Erstmal, was die Menge an Bildern ausgeht, angeht, nicht unbedingt die Qualität, aber kommen schon locker so 1000 am Tag wahrscheinlich so zusammen. Ja, doch, ich glaube, also jetzt die 2 Tage Dolomiten waren bei mir, glaube ich, um die 1600, 1800 RAW-Files oder sowas. Aber allein dieser Helikopterflug ist dann natürlich man ist die ganze Zeit im Burst-Mode. Etwas nach oben gegangen, also da war die Schnellfeuerfunktion sozusagen der Kamera doch stark im Gebrauch. Gut, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser über die 20 Selfies, die ich mache, einfach eine zu finden. Wenn es noch Fragen gibt, ich habe noch eine. Die 3 Apps, die jeder auf sein Handy haben soll. Sag du mal deine. Kann auch mit was anderes als Fotografie zu tun haben. Auf jeden Fall Instagram, würde ich sagen. Stimmt. Das hätte ich jetzt vergessen. Welche Apps benutze ich sonst noch ganz häufig? Ja, Lightroom Mobile auf jeden Fall. Perfekte Bildbearbeitung, fast zu 99% genauso mächtig wie die Desktop-Version von Lightroom, jetzt mal ausgenommen von der Dateimanagement. Aber was die Bildbearbeitung betrifft, saustark. Ich würde noch so ein Planning oder so. Ja, so, vielleicht Polar Steps. Polar Steps ist eine App, wo man quasi seine ganzen Trips tracken kann und dann halt Fotos hinzufügen kann. Aber das gibt es noch ein bisschen advanceder, nennt sich Mapify. Ja. Ist auch ein Berliner Startup, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und da kann man die ganzen Trips auch planen und direkt buchen für andere sozusagen. Das ist mega. Ah, sehr cool. Und seid ihr hier für die ganze bis um 7, wenn wir schließen heute Abend, wenn man euch auf dem... Bis 7 sind wir bestimmt. Ja. Stunde, oder? Ja, bis 7 sind wir da. Wir müssen jetzt auch erstmal schauen, was es hier so gibt. Es gibt auf jeden Fall genug zu fotografieren hier auch. Dann ich würde sagen, vielen Dank. Das war sehr toll. Ich habe selber was gelernt und danke sehr. Ich glaube, das war unser letzter Talk auf der Mainstage für jetzt. Viel Spaß. Gerne Fragen an mich oder an Max und Max, wenn ihr uns seht. Und wir sehen uns.